Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, zu einem neuen Unboxing. Sorry, ich bin aber gerade erst nach Hause gekommen und brauche halt ein bisschen Nikotin nebenbei. Vor diesem Unboxing will ich euch noch sagen, ich bin auf der Erde, das seht ihr, nicht auf dem Unboxing-Tisch, weil hier kann ich gleich vernünftig auspacken. Ich habe mir hier auch schon verschiedene Schraubenzieher, Zange und so bereitgestellt und mein Unboxing-Messer. So. Oh. Pina Colada, wer es wissen will. Und zwar möchte ich, bevor ich das eigentliche Unboxing anfange, euch den Karton erstmal zeigen. Jetzt ist mir mein Mikrofon abgefallen. Na, teuer Roller. So, bleibt dran. Seht ihr das schon in etwa, was er hat? So, so seht ihr das. Von Sobei. So ein, der wird bezeichnet als Beistellpflege-Computertisch. Obwohl, ich habe ja den mit Lüftern. Der wird, glaube ich, nur als PC-Tisch. Link habt ihr unten in der Beschreibung, weil die haben verschiedene Modelle. Das werde ich in einem separaten Video mit euch nochmal durchgehen. Wenn ich wieder vernünftig Internet habe, dann gehen wir mal die verschiedenen Modelle durch und ich erkläre euch so die verschiedenen Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Tischen. Die haben, soweit ich jetzt gesehen habe, 3 oder 4 verschiedene. Vom Grundprinzip sind die alle gleich, bloß die Arbeitsplatte unterscheidet sich, soweit ich die gesehen habe. Und die Farben, logischerweise, kann man dann auch in verschiedenen Farben bestellen. Und ich habe mir den bestellt, weil ihr wisst ja, dass ich umgezogen bin. Und im Zuge dessen habe ich mich dort gegoogelt nach neuen Alternativen um mein Wohnzimmer, was gleichzeitig ja auch Arbeitszimmer ist, so einrichten zu können, dass es ein Arbeitszimmer und ein Wohnzimmer gleich alles in einem ist, aber dass man das Arbeitszimmer so verstecken kann oder die Arbeitsutensilien und Möglichkeiten so verstecken kann, dass wenn jetzt Besuch kommt, das nicht nach einem Arbeitszimmer aussieht. Und das habe ich mit diesem geilen Beistelltisch, ist das auf jeden Fall gegeben, weil den kann man so ein bisschen unter die Couch unterschieben und ihr werdet ihr alle nachher noch sehen im Hardware-Check. Ich habe mir auch entschieden, ich werde ein Unboxing machen, ich werde kein Hardware-Video machen. Ich werde dafür zwei Hardware-Check-Videos machen. Einmal ein Hardware-Check, wo ich es aufbaue, wo wir uns die Hardware gleichzeitig mit angucken werden, also alles in einem. Und dann ein Hardware-Check, wo ich den Tisch, denn da, wo er benutzt werden soll, auch benutzen werde und dann euch das zeige, wie das funktioniert. So habe ich mir das gedacht. Ebenfalls. Und deswegen habe ich da bei der Firma angefragt, bei Sobei. Da erstmal ein ganz nettes Dankeschön an die Firma, dass die mir ein Testmuster zur Verfügung gestellt haben. Den habe ich jetzt gekriegt, um euch den zu zeigen. Und ja, da werden wir auch mal anfangen. Ich bin schon megamäßig heiß. Wie der jetzt, ich kenne den ja nur von Bildern. Und ich bin da jetzt ganz heiß drauf, wie der jetzt in echt aussieht. Gestern haben sie sich noch gemeldet, die wollten das heute oder morgen verschicken und dann sollte das im Laufe der nächsten Woche bei mir sein. Nun war das heute schon da, ich war ja nicht da, ich war ja ganz überrascht, wo ich nach Hause kam und auf einmal war ein UPS-Paket da. So. Ich bin so heiß. So. Oder ich mache vielleicht Unboxing und Hardware-Video in EM, ich weiß es nicht. Nee, Hardware-Check und Hardware.
mache ich den eben. Wir gucken uns jetzt nur das erstmal alles an, was mit bei ist. So, jetzt werde ich mal die Kamera für euch ein bisschen rumstellen und nach unten machen, dass wir uns den mal so ein bisschen angucken. Dann kann ich den nämlich hier schon auspacken. So, dann haben wir einmal einen Karton, dann zweite Mal einen Karton. Das werde ich gleich aufmachen mit euch. Wir haben eine Anleitung. Scheint ja relativ schnell alles erledigt zu sein. Lieber Kunde. Ah, und das in verschiedenen Sprachen. Das gucke ich mir nachher dann in Ruhe an. Ist nur ein Blatt zum Zusammenbauen. Also scheint das wohl relativ zügig zu funktionieren. So. So, jetzt werden wir das mal. Ich werde hier bei einigen Sachen noch die Schutzfolie drum lassen. So, ich habe mir für diese Variante entschieden mit den zwei Laptop-Kühlern. Den gibt es auch in einer etwas billigeren Variante. Da sind auch diese Laptop-Kühler frei, aber keine Laptop-Kühler mit bei. Die sind, das ist die, das Untergestell. So, jetzt werden wir hier mal weiter aufmachen. Boah, ich fühle mich gerade wie wie Weihnachten, Ostern hier zusammen, ey. Weil ich habe ja bis jetzt immer meinen Karton gehabt und jetzt bin ich denn bald von dem Karton weg. Oh, 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 da bin ich jetzt aber gerade positiv überrascht. Das sind die Halterungen für den Laptop, denke ich mal. Die werden wir mal hier beiseite legen. Sogar ein Schraubenzieher ist mit bei. Also das ist nicht mehr normal heutzutage. Meistens, warum willst du den Namen, hast du genug. Da sind die Kühler und die... Die Gitter seht ihr auch gleich, die Schutzgitter sind auch da. So, die werde ich mal hier hochstellen. Oh, das ist eine Stange. Ja, die werde ich mal hier so ranstellen, sodass ihr das auch seht. Nochmal eine Stange. Also wenn ihr euch wundert, was hier jault und das war gerade die Katze, die jetzt gerade durchs Bild gerannt ist, die ist nämlich gerade rollig. Und die geht mir damit nämlich ganz schön auf den Puffer. So, was haben wir denn hier noch schön, das alles? Dann haben wir hier noch in mehrere Schrauben. Oh, hier ist sogar beschrieben, welche Schraube ist und wie oft sie mit bei ist. Also Leute, seht ihr das? Ja, ein Imbo ist mit bei. Wartet mal, ich werde das mal so machen. Dann könnt ihr das auch so sehen, da ist überall beschriftet. Und ich muss echt sagen, ja... Ich habe, wie gesagt, ich bin mitten im Umzug, habe ein Zeug gekauft. Das ist auch nicht so normal, weil dann kriegst du immer einen Beutel, da sind alle drin und dann kannst du dir die ganze Scheiße zusammensuchen. Hier ist es schön akkurat einzeln, das Werkzeug übereinander, also top. Also das ist schon mal von mir, da ich jetzt hier vom Einzug langsam echt die Schnauze voll habe, ein dickes, fettes Lob dafür. So, hier sind lauter Plasteteile. So. Und das ist alles im Paket mit drinne. Ihr habt die Platte, das ist das Bodengestell, das sind, denke ich mal, die Platten, die Stangen, die hier dann dazwischen kommen. Dann habt ihr einmal Schrauben, wo alles denn eben ist. Ein paar lange, ein paar kürzere, ein paar ganz kleine, ein paar Muttern. Dann habt ihr für einen Laptop oben und unten die Halterung. So, dann haben wir zweimal Kühler. Mit Gitter. Dann haben wir einmal Rollen. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Vier Rollen und noch ein paar Stellschrauben. Dann haben wir noch solches Plaste. Sieht aus wie so ein halbes Telefon. So, ein ganzes Telefon. Keine Ahnung. Werden wir im
Laufe des Zusammenbauens, ja, denke ich mal sehen. Ach, hier ist so ja beschriftet, das ist die Nummer 6. Das ist nicht schlecht. So, das ist die Nummer 5. Ja, das ist ja geil. So, das ist auch 5. So, dann werde ich jetzt mal hier im Break machen. Für das Unboxing-Video, denke ich mal, reicht das jetzt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Wollte ich gerade sagen, Hardware-Video, aber Hardware machen wir ja nicht. Wir machen dafür zwei Hardware-Checks. Einmal diesen Hardware-Check Zusammenbau und dann einmal Hardware-Check Benutzung. Also nicht wundern, dass da kein Hardware-Video kommt. Ich werde Hardware und Hardware-Check 1 werde ich so in alles in eben machen. Also beim Zusammenbauen werden wir uns die Qualität der Bauteile angucken. Ich bin aber jetzt schon sehr überzeugt davon, muss ich sagen. Wenn ich das so sehe und vor allem die Übersichtlichkeit sehe, da kann sich manch einer eine ganz schöne Scheibe von abschneiden, kann ich nur sagen. Ja, dann würde ich das Video hier erstmal beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch wäre nicht schlecht. Und schaut auch bei Hardware Check 1 und Hardware Check 2 rein. Beim Hardware Check 1, wie gesagt, Zusammenbau. Beim Hardware Check 2 werde ich es benutzen. Ja, bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.